Moin moin und willkommen zur nächsten Episode von Project Cars. Und ich habe mal das Qualifying schnell gemacht, weil Hockenheim kennen war, ne? Das ist ja kein Problem. Da bin ich sogar mal mit dem Formel-A-Fahrzeugen gefahren. Total abgefahren. Das ist ja diese enge fummelige Strecke. Also zumindest der Teil von Hockenheim. Da geht schon hier in die Kurve rein. Das ist doch echt ein Scherz. Jetzt sind auch noch die hinteren Räder kalt geworden, beziehungsweise das hintere Rad. Du sagst es, eine Runde noch. Ja, wenn ich jetzt keinen Fehler mache, dann sieht das nach einer sicheren Nummer aus. Jawohl. Wunderbar. So, gleich gibt's Nachschlag. Und ich hoffe wirklich, dass wir nach den ganzen Events hier mit der Formel Rookie anfangen können. Okay, get ready. Not long now. I will call the green. Verdient hätten wir's. Das ist so dieses, ja, ich sag mal so, würde man das realistisch machen, ne? Müsste man A viel länger fahren. Also nicht mehrere Runden, ja gut, das sowieso, aber hat es einfach viel mehr Events eine ganze Saison über. Aber das hätte man schön schmücken können, ne? Also möglich wäre das. Aber ich denke mal, die haben auch selber versucht, das irgendwie so Richtung Realismus zu bringen. Aber es gibt andere Sim-Racing-Spiele, die da wesentlich detaillierter und genauer sind. Die sind vielleicht optisch nicht so schön. Aber wenn ich das Spiel jetzt gerade so spiele, oder hier die Online-Rennen vor allem, und dann so lese, ja, das ist jetzt ein Konkurrent von Gran Turismo. Da kann ich jetzt wirklich. Da blinzel ich noch nicht mal. Ja? Das ist nicht mal ein Schmunzler wert, das ist nicht mal ein Blinzler wert. Absolut nicht. Von der Grafik her brauchen wir ja erstens überhaupt gar nicht reden, weil das ein PC-Spiel ist. Ja? Gut, das gibt's auch für die Konsolen, aber selbst da muss man jetzt erstmal nur gucken, ne? Weil hier ja, Konkurrenz,
hier Gran Turismo und so weiter. Sehen wir es erstmal zwischen PC und Gran Turismo an der PS4. Ist das natürlich, ist Project Cars natürlich im Weiten voraus, weil sie eben die Ressourcen vom PC angreifen können. Aber vom Inhalt her, ob jetzt der Sound besser ist oder so, das ist ja klar. Bei Project Cars ist der Sound definitiv besser. Aber bei Gran Turismo hast du einfach, weiß ich nicht, mehr Auswahl an Fahrzeugen. Du kannst da tunen, du kannst da auch diese ganzen Feintuning machen. Das ist für die schon selbstverständlich, was mit Project Cars, wo Project Cars jetzt erst ankommt, ne? Also ist jetzt nicht so der übelste Knaller. Okay, WMD Euro Track Day Trophy. RTC1 UK Cup, okay. Wenn wir sehen, was so auf uns zukommt. So. Als nächstes sind wir wieder in Snetterton. Ich weiß es aber nicht, ob wir dieselbe Version fahren, aber das werden wir dann erfahren. Gut, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die kürzere Version hat euch gefallen. So kann ich auch mehr Videos raushauen und so kommen wir auch schneller zur Formelserie. Gut, haut rein, bis dann.